Es freut mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Das Video ist sehr spontan und das entsteht jetzt, weil ich ja meinen zweiten Teil der Geschichte hochgeladen habe am Montag. Und ich war mir eben super unsicher, ob ich das Video hochladen soll, weil ich habe über die ganze Sache nachgedacht. Guten Morgen Leute, ich brauche jetzt echt mal eure Hilfe. Und zwar, ich habe ja gestern den zweiten Teil zu meiner Geschichte gedreht. Und es ist halt echt ein hartes Video. Also es hat halt schon richtig viel Arbeit und so gemacht, aber mir ist gerade irgendwie so schlagartig klar geworden, dass ich dafür eigentlich nicht bekannt sein will. Weil ich liebe das, wenn ich zum Beispiel gestern die Geschichte mit den Hasen erzähle und mir Leute sagen, dass ich sie zum Lächeln gebracht habe oder so. Und ich will eigentlich eher in Zukunft für meine positive Art in meinen Videos bekannt sein und nicht immer für die Essstörungsgeschichten. Ich will ja davon weg und ich bin gerade irgendwie so motiviert von dem Video und von dem Ganzen. Ich will einfach nur wer anders sein. Also klar, ich habe damit vielleicht viele Leute angezogen, aber das ist doch ein bisschen heftig, oder? Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich es hochladen soll. Also theoretisch gesehen ist es schon hochgeladen. Ich muss es halt nur noch veröffentlichen. Was ich mir jetzt gedacht habe, ist, dass ich vielleicht ein Follow-up-Video drehe für morgen, was ich dann gleich danach hochlade, wo ich sage, dass ich das eben überhaupt nicht will und wie ich mich jetzt fühle. Und das wäre vielleicht ganz gut. Leute, ich wollte mich bedanken. Ich glaube, dieser Tag ist ganz wichtig für mich. Ich merke es irgendwie, wie ich zum Essen jetzt, also ich hoffe, dass es so bleibt, aber ich habe jetzt im Moment gerade so ein positives Gefühl. Ich will, dass sich das alles lohnt. Und danke für eure Nachrichten, wirklich. Ich werde es hochladen, weil es ist ja Geschichte. Ich meine, und ich werde auch ein Follow-up-Video dazu drehen. Also danke für die Nachrichten und so. Bedeutet es wirklich ganz viel und die Sachen, die da passiert sind in dem Video, die haben mich wirklich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und dadurch, dass ich durch diese wirklich, wirklich harte Zeit gegangen bin, genieße ich jetzt eben in der Natur zu sein und Hasen zu sehen. Und jedes kleine Fitzelchen vom Leben. Und ich habe über die ganze Sache nachgedacht. Und ich will mir eigentlich eine neue Identität aufbauen, das habe ich euch ja gesagt. Und ich will weg von meiner Familie, weg von meinem Hof und ich will eigentlich auch im Netz weg von dieser Thematik. Immer wieder die gleiche Thematik, immer wieder das, ich war in der schönen Klinik und dann kam der Rückfall und das und das und so weiter. Außerdem ist es so, ich will einfach wieder ein Leben haben, wo ich Spaß haben kann, wo ich in der WG wohnen kann, wo ich mit Leuten normal essen kann. Es muss ja nicht mal normal sein, es muss einfach in dem Rahmen sein, der weniger streng ist als der, den ich jetzt habe. Und ich würde irgendwie gern in die Welt hinausgehen. Und da ich ja gestern eine Story gepostet habe, wie ich im Wald war und Radio Galaxy, also den Radiosender bei mir in der Nähe, markiert habe und die haben das dann geliked. Und dann bin ich mal auf die Seite gegangen und habe halt geschaut, was die für Jobs haben. Und die suchen halt einen, der am Wochenende als Promoter arbeitet und dann halt, ja, kann man da auch Praktikum machen und so. Und ich habe ja jetzt in letzter Zeit mir eigentlich gedacht, mein Traumjob wäre irgendwas beim Fernsehen oder beim Radio. Weil ich einfach super gern rede und ja, mit Leuten agiere und dafür bezahlt zu werden, zu reden und sich Themen rauszusuchen und sie zu recherchieren und zu verarbeiten, das wäre eigentlich perfekt, wenn mir YouTube so Spaß macht, perfekt für mich. Und da dachte ich mir so, ja, wenn ich mich jetzt bewerbe, dann nehmen die mich vielleicht sowieso nicht, wenn sie auf mein Social Media kommen und dann über meine Erstellung erfahren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn sie mich nicht nehmen sollten. Ich meine, es werden vielleicht alle Leute jetzt in meinem zukünftigen Leben sehen, wie will ich damit umgehen, weil ich will ja damit abschließen. Das habe ich mir wirklich gedacht. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ich weiß ja nicht, wie eure Einstellung dazu ist, aber
Ich will in meinem späteren Leben auch nicht darauf verzichten, mir mal beim Essen gehen den Salat zu bestellen, wenn ich Lust drauf habe, mich bewusst zu ernähren. Auch mit den Sachen mit dem Proteinkuchen. Ich werde nicht darauf verzichten, auch noch solche Sachen zu machen. Also ich will mich in meinem Leben nicht davon beeinflussen lassen, was ich für eine Vorgeschichte habe. Und ich finde, solange ich leben kann und nicht nur in meinem Zimmer vor mir hinlebe, wie ich eben meinen Geburtstag verbracht habe. Ihr könnt hier mein Video anschauen. Solange ich weiter aus meiner Komfortzone rausgehe, akzeptiere ich die Essstörung als Teil meiner Geschichte. Es ist Teil meiner Geschichte. Es gehört zu mir. Und ich finde es besser, diese Teile meiner Geschichte anzunehmen. Ich kann sie einfach mitnehmen auf meinem Weg. Aber mein Weg führt jetzt auf jeden Fall aus diesem Stadium hier raus. Ja. Deswegen würde mich auch interessieren. Außer den Themen, die wir jetzt hatten, was interessiert euch denn so? Also, was sind so eure Leidenschaften? Wo schaut ihr gerne YouTube-Videos drüber an? Habt ihr Lieblings-YouTuber oder irgendwelche Ideen, was wir hier auf dem Kanal machen könnten, was euch interessiert? Dann lasst mir das doch bitte gerne in den Kommentaren da. Ich bin wirklich mal interessiert, was noch so interessant und wünschenswert wäre. Und ja, genau. Ich wollte auch gerne dann als nächstes Video bald mal machen, so 20 oder 10 Fakten über den Widder, weil ja jetzt die Widder-Season vorbei ist, aber ich würde trotzdem gerne diese Sternzeichen-Videos beim Widder beginnen. Einfach weil ich Widder bin und weil es das erste Sternzeichen im Tierkreis ist. Genau. Und ansonsten, ich glaube, es war echt richtig wichtig für mich, das nochmal rückblickend anzuschauen und einfach zu sehen, was alles schon passiert ist. Und da erscheinen dann meine heutigen Gedanken einfach so klein und so unbedeutend, wenn ich mir mal anschaue, was schon alles passiert ist in meinem Leben. Und ich glaube, das ist halt auch was, warum ich so dankbar sein kann für jeden Tag und warum ich rausgehen kann und gestern geweint habe, einfach nur weil die Sonne wunderschön war und die Vögel gesungen haben, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn man 6 Wochen in einem Zimmer ist und im Bett liegt. Es stimmt halt irgendwie doch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und nochmal, um auf das zurückzusprechen zu kommen mit meinem Arbeitgeber und meiner Zukunft. Es ist halt jetzt so. Es ist so passiert und ich habe mich entschieden, dazu zu stehen und dazu im Internet darüber zu reden. Und für die Berufe, die ich anstrebe, sollte mir das eigentlich auch nicht im Weg stehen. Ich werde offen damit umgehen, ich werde die Erstellung als Teil meiner Persönlichkeit akzeptieren. Ich werde offen darüber reden. Mein Ziel ist es, nur ein Leben zu haben, wo ich nicht eingesperrt bin, sondern wo ich offen reden kann, wo ich rausgehen kann, wo ich Spaß haben kann. Und insofern wird jetzt weiter an mir gearbeitet, meine Vergangenheit akzeptiert und auch auf andere Teile des Lebens fokussiert. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also Leute, so viel nochmal dazu. Ich habe euch auf jeden Fall gern. Und dann lasst mir eure Wünsche da. Ich will euch helfen und gute Stimmung verbreiten, weil das eigentlich das ist, was ich mit dem YouTube-Kanal machen wollte. Meiner Leidenschaft fürs Videoschneiden, fürs Reden und fürs Konzepte ausarbeiten einen Raum verleihen. Hey Leute, heute ist Mittwoch und ich fahre heute in die Stadt und bearbeite das Video. Das Wetter ist super und ich wollte mich einfach nochmal melden, weil gestern auch was passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob ich euch überhaupt erzählt habe, weil ich habe ja im Geschichtenvideo gesagt, ich habe mich mit meiner Familie gestritten. Es ging darum, dass wir nochmal darüber geredet haben, wie es finanziert wird, wenn ich ausziehe. Und ja, da haben die sich ein bisschen nicht sehr kooperativ gezeigt, sagen wir es mal so. Aber ich stehe da jetzt drüber, ich muss Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Und es fällt mir zwar unglaublich schwer, meine Essgewohnheiten abzulegen. Das ist wirklich, ja, fast noch schwieriger, als irgendwie die Zunahme zu akzeptieren. Am liebsten würde ich schnipsen und hätte auf einmal mehr Gewicht. Nichtsdestotrotz will ich meinem Impuls folgen, über normale Dinge zu reden, zu schreiben, mich mit normalen Dingen zu beschäftigen und einfach wieder zu leben, weil ich mir jetzt sicher bin, dass ich das will und dass es dafür notwendig ist, zuzunehmen und dass es dafür notwendig ist, auch meine Verhaltensweisen abzulegen. Und ich werde auch jetzt dann noch ein Video machen, so zu den ersten Wochen in Recovery und was man alles aufgibt und was man sich aber auch für
Was man sich aber auch immer vor Augen halten muss in dem ganzen Prozess. Was mir jetzt einfach geholfen hat die letzten paar Tage, würde ich sagen. Gut, das Video über die Sternzeichen ist auch schon gedreht. Das kommt nächste Woche irgendwann online. Da schaue ich aber wieder nicht so gut aus. So, und dann bin ich einfach gespannt, wo uns der Monat noch hinführt. Mal schauen, was passieren wird. Aber ich halte euch auf dem Laufenden und ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Video. Auch wenn es nur ein kleines Video war, es war mir sehr wichtig. Ich will mir übers Leben berichten. Es werden ein paar Rezepte sogar noch kommen, auch ein paar mehr Essensbilder. Ein paar Outfit-Bilder auch, wo ich darauf achte, dass ich nicht zu viel zeige. Und ja, einfach wieder ein bisschen mehr Leben in dieses ganze Recovery-Zeug. Was ich eigentlich zeigen will, ist, wie man in schweren Zeiten positiv bleibt und wie man einfach, egal was für komische Sachen auch passieren, immer wieder den Kopf aufrichtet, die Krone zurechtdrückt und, sagen wir es mal in astrologischer Sprache, ein Widder bleibt bei den ganzen Saturnen, die durch unsere Geburtsdiagramme kreisen. Saturne ist gleich schwere Zeiten, Widder ein dickköpfiger, passionierter, leidenschaftlicher und kämpferischer Geist. Genug gerambelt, ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich über Vorschläge, Themenvorschläge in den Kommentaren und natürlich auch über ein Abo oder ein Daumen nach oben.